Es gibt eine Geschichte, die man sich erzählt, wenn die Welt in sich zusammenbricht. Es gab keine Möglichkeit, das vorherzusehen. Keiner könnte es, also gab es keinen Weg, das aufzuhalten. Das ist es, was einen nachts schlafen lässt. Aber geh noch einmal in dich zu dem Punkt, bevor das alles passiert ist. Wiederhole es in deinem Kopf, aber dieses Mal siehst du es vielleicht. Etwas Winziges, irgendwie fehl am Platz. Vielleicht ist es nur ein einzelner Faden. Aber es ist die Wahrheit. Niemand hat damit gerechnet, als sie eintrafen. Eine außerirdische Rasse, bekannt als die Allianz. Vor 2552 dachte niemand, so etwas könnte je auf der Erde passieren. Auf einem der entfernten Planeten in äußeren Kolonien? Vielleicht. Aber ein Angriff auf die Erde? Konnte nicht passieren. Bis es dann doch passierte. Es nennt sich Verglasung. Kriegsschiffe der Allianz lassen Plasma auf einem Planeten regnen, bis alles und jedermann auf der Oberfläche schmilzt. Normalerweise ist das eine komplette Zerstörung einer Welt. Die Erde hat nur einen Vorgeschmack bekommen. Die langanhaltende orbitale Bombardierung zerstörte Ostafrika und tötete Millionen, bevor es zu Ende war. Niemand von uns war mehr sicher. Aber etwas anderes passierte ebenfalls an diesem Tag. Oder eher jemand. Aber ihr habt die Augenzeugenberichte gehört. Jeder Skeptiker hat die Bilder gesehen. Ich war dort. Und trotzdem ist es bis heute unglaublich. Ein gewaltiger Mann in grüner Rüstung tauchte aus dem Nichts auf in New Mombasa, zeigte übermenschliche Kräfte, um eigenhändig eine globale Invasion zurückzuschlagen und verschwand dann. Dies war der Master Chief. Die gesamte Militärsektion der Vereinigten Erdregierung, des UNSC, veröffentlichte letzten Endes eine Stellungnahme. Wer er ist, woher er kam und dass er uns weiterhin verteidigen wird. Und das war's. Aber wer ist der Master Chief? Wo kam er her? Verteidigt er uns weiterhin? Ich bin Benjamin Giroux und das ist die Jagd nach der Wahrheit. Für alle weltbürgerlichen Erdbewohner, die sich nicht in die Tiefen des Alls hervorwagen, es gibt dort weit entfernt in den äußeren Kolonien einen Planeten namens Eridanus II. Wenn ihr überlegt, ihn zu besuchen, verschwendet nicht eure Zeit. Er wurde katastrophal verglast in einem Allianzangriff in 2530. Aber 19 Jahre vor der Auslöschung wurde unser Held, Master Chief Petty Officer John 117, damals bekannt als John, in einer Stadt namens Elysium City geboren. Da bin ich gestartet. Erinnere ich mich an ihn? Absolut. So ein Kind vergisst man nicht. Das ist Dean Govender. Er hat sich mit mir von seinem Zuhause in den äußeren Kolonien unterhalten. Dean ist inzwischen in Pension, aber vor Jahren hat er John in der Elysium City Grundschuleinrichtung Nummer 119 unterrichtet. Offensichtlich haben Schulen in den äußeren Kolonien keine einprägsamen Namen. John war anders. Er war scharfsinnig und schnell. Immer die Lage am Untersuchen. Andere Kinder fühlten sich zu ihm hingezogen, wissen Sie? Es schien, als ob Dean es am spannendsten fand, über Johns athletische Fähigkeiten zu reden. Die Kinder spielten für gewöhnlich Hügelkönig nach der Schule. Sie wissen schon, das alte Spiel, in dem man ringt und sich gegenseitig schubst, um der letzte stehende Mann zu sein. Ich bin manchmal dran vorbeigekommen, sah sie nach der Schule spielen, wissen Sie? Und ohne Zweifel, das schwöre ich, war es immer John, der als letztes oben auf dem Hügel stand. Genau. Jeden einzelnen Tag. Fakt ist, ich glaube, dass die Kinder am Ende gekämpft haben, wer der König halbwegs hoch zum Hügel ist, weil niemand sich mit John anlegen wollte. Ich erinnere mich eindeutig an John. Sie gehen dabei sehr weit zurück mit dieser Frage. Das ist Ellie Bloom, eine andere lebenslange Bewohnerin der äußeren Kolonien. Als sie jünger war, lebte sie und John in derselben Straße, nur ein paar Häuser auseinander. Naja, er war ein wenig jünger als ich, aber ich sage Ihnen, dieser Junge sah nicht aus wie ein Kind im Kindergarten. Er war ein großer Junge. Meine Freundin Katrina und ich haben ihn öfter auf dem leeren Grundstück in der Nachbarschaft getroffen. Wir drei haben immer diese Parcours aus irgendwelchem Müll gebastelt und sind dann um die Wette gerannt. Sie wissen schon, Kinderkram halt. Als Ellie über ihre frühen Jahre in Elysium redete, dauerte es nicht lange, bis sie nostalgisch wurde. In warmen Nächten erlaubten uns unsere Eltern manchmal rauszugehen ins Grüne und im Gras zu liegen. Wir lagen dann einfach nur so rum, starrten in die Sterne. Es war ein toller Ort, um aufzuwachsen. Ellie zu finden war ein großer Sieg für mich. Wenn ein Planet verglast wird, kann das Auswendigmachen von ehemaligen Bewohnern unmöglich sein. Alle Aufzeichnungen wurden lokal gepflegt, Papiere, Festplatten, sogar menschliche Erinnerungen. Nach einer kompletten Verglasung? Dann sind sie einfach weg. Zum Glück hat das Office of Naval Intelligence, oder auch ONI, mich mit einer Liste von Interviewpartnern ausgestattet. So bin ich auf Dean gestoßen.
Aber ich wollte weitergehen in dieser Geschichte. Also habe ich einige alte Kontakte in den äußeren Kolonien bemüht, um mehr Quellen zu finden. Ellie war mein einziger Treffer bis dahin. Blieben Sie in Kontakt mit John? Nein, ich durfte die Waypoint-Kommunikation nicht nutzen, als ich klein war. Aber ich blieb mit Katrina in Kontakt. Wir reden hin und wieder noch. Vielleicht erinnert sie sich noch an John. Ich sage ihr, dass ich mit ihm geredet habe. Moment, wofür war das Ganze nochmal gut? Ist das ein Militärding? Oh, keineswegs. John ist der Master Chief. Was? Er ist... Ja, John wurde der Master Chief. So wie der Master Chief? Ja. Yep. Oh mein Gott, nein, niemals. Ist das Ihr Ernst? Ich scherze nicht. Oh mein Gott, das ist verrückt. Ellie drehte durch für ein paar Minuten. Ich denke, es passiert nicht jeden Tag, dass man rausfindet, dass der Kindheitsspielkamerad die Galaxie gerettet hat. Meine Güte, ich werde auf jeden Fall mit Katrina reden. Sie wird ausrasten. Okay, vielleicht war Ellie keine große Hilfe. Ich brauchte mehr Einsicht auf den jungen Krieger. Also wieder zu dir. Habe ich Ihnen die Boxergeschichte erzählt? Nein, worum geht es? Okay, also, ich habe die Grundschüler unterrichtet, wissen Sie, aber ich habe auch diese Boxerliga in der Highschool geleitet. Aha. Zweite Woche, es war die zweite Woche, die wir Übungen im Fitnessraum gemacht haben, als John reinkam. Man muss sich dabei vorstellen, dass John in der 6. Klasse war zu dieser Zeit. Ich sagte, hey John, wie geht's? Er sagte, ich möchte mich zum Boxen einschreiben. Und ich sagte, John, du bist 12. Was redest du da überhaupt? Aber John war hartnäckig. Ich sehe ihn an, aber er geht einfach nicht. Richtig. Also sagte ich mir, okay, was soll's? Soll es dem Kind halt eine Lehre sein? Ich wusste nicht, was es... Also ich steckte ihn also in den Ring mit den kleineren Kerlen. John schlug diesen Jungen um. Es dauerte knapp über 15 Sekunden. Okay, und dann ich so, na gut, packe ich ihn mit diesem Schlägertypen zusammen. Also einem richtig guten Kämpfer. Ja. Okay, guter Kämpfer. Zwei Hiebe. John knockte ihn einfach aus. 12 Jahre alt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich genoss es, mit Dion zu reden. Er war warmherzig und lustig auf diese großväterliche Art und Weise. Ich bemerkte, wie ich voll in der Geschichte vertieft war, als die Erzählung eine düstere Wendung nahm. Aber dann, in dieser einen Woche tauchte John einfach nicht auf. Es war 2524. John war 13. Das war, als der Albtraum von Aufständen, der die äußeren Kolonien plagte, auch Johns Gemeinschaft erreichte. Unter Widerstand der UNSC-Truppen waren die Rebellen auf ihrem letzten Standbein. Verzweifelnd am Gebiete der Region einnehmen und paranoide Inquisitionen abhalten, um Spione zu finden. Die Entführung und der Verhör von Zivilisten wurde zum Alltag. Sie wissen, einen Fragen stellen, nur diese bedeutungslosen Fragen, diese Fragen Stunden über Stunden. Thomas Wu lebte in einer benachbarten Kolonie, als die Rebellen auftauchten und zuschlugen, während sie Thomas und tausende andere überfielen. Es folgte meist monatelanger Horror mit überbelegter Haftvernachlässigung und oft konstanter Befragung. Sie wissen schon. Kennen Sie diesen Kerl? Was sind die Verschlüsselungscodes für das System? Für dieses System? Ja? Und man hat keine Ahnung. Man versteht nicht einmal die Frage. In den letzten Monaten, so berichtete Thomas, begannen seine Geiselnehmer verstört zu wirken. Dann am Ende verschwanden sie einfach. Sie hinterließen Thomas und viele weitere eingesperrt, hungernd. Ich möchte diesen Teil des Interviews nicht abspielen, aber ich sage Ihnen, es wurde schlimm. Er erzählte vom Eingesperrtsein wie Sardinen. Warme Leichen, kalte Leichen, Leute starben im Dunkeln, der Gestank. Er wusste nicht, wie lange dies andauerte, vielleicht Wochen, aber Thomas und viele andere überlebten. Sie schafften es raus. Wissen Sie, wir haben uns gegenseitig geholfen. Wir passten auf uns auf. Sie wissen, was ich meine. Das ist der einzige Weg. Und wir schafften es bis zur Freilassung. Und dann gingen wir.
Wissen Sie, wir sahen niemals wieder zurück. Niemals. Als ich ihn fragte, wohin die Überlebenden umgesiedelt wurden, begann Thomas aufzuzählen, welche Städte für Flüchtlinge zu der Zeit sicher waren. Jahrzehnte später kann er sie noch immer alle aus dem Kopf aufzählen. Ich fragte ihn nach Johns Heimatstadt. Wie war es mit Elysium City? Nein, die Jauchegrube der Aufstände. Keinesfalls. Es wurde dort richtig schlimm damals. Dean Governor bestätigt dies. In Elysium City sind Leute einfach verschwunden. Das passierte einfach. Als die Aufständischen alles übernommen haben, wurden ganze Nachbarschaften einfach hochgenommen. Dies ging über Monate so. Er erzählte davon, wie er zusah, wie seine ganze Gemeinschaft langsam auseinandergenommen wurde. Ich fragte ihn nach John. Ja, er und seine Eltern. John hatte die erste Übung verpasst und die letzte. Damals schien es so, als... Es tut mir leid. Oh, nein, ist schon in Ordnung. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Es war schwer zuzusehen, wie Dean so zusammenbricht. Er sieht gescheitert aus. Diese Sorte von Interviews ist brutal. Ich wollte ihn trösten, aber es fühlte sich einfach herablassend an. Als ob ich irgendeine Ahnung hätte, wie das für ihn war. Es wurde ruhig. Bevor wir jedoch fertig waren, sagte er Folgendes. Ich denke, dass wenn irgendetwas Gutes aus all dem hervorgehen kann, dann ist es das, dass jeder, der durch dies gegangen ist, sagen kann, dass ihr Leiden nicht umsonst war. Wenn ein junger Mann von so etwas aufsteigen kann und tun, was John getan hat, er ehrt alle von uns. Dean glaubte an John. Wie jeder von uns an den Master Chief geglaubt hat. Es erweckte den Eindruck, dass diese Tragödie, die ihn geformt hat, fast schon notwendig war. Ich hatte ganz sicher das Gefühl, dass ich den Beginn einer Heldengeschichte hatte. Die Geschichte ergab Sinn, sie fühlte sich richtig an. Manchmal muss man jedoch einen Schritt zurückgehen. Noch einmal hinschauen, denn manchmal sieht man etwas, etwas Winziges. Etwas, das nicht passt. Einen einzelnen Faden. Später an den Abend, nach meinem Interview mit Dean, war ich ziemlich erschöpft. Also widmete ich meine Zeit dem Durchblick eines Stapels von Aktenboxen. Ich habe diese Plünderin in den äußeren Kolonien bezahlt, um herumzuschnüffeln und mir alle Elysium City Dokumente zuzuschicken, die sie finden konnte. Die einzigen übrigen Regierungsunterlagen waren Kopien, aber ich nahm sie trotzdem. Ich blätterte durch eine unordentliche Box von lokalen Volkszählungsaufzeichnungen, als ich über den Namen John stolperte. Eine Zeile von Grundinformationen. Ausgedruckt in Schwarz und Weiß. Dann sah ich es. Ein einzelner Buchstabe neben seinem Namen. D. Ich starrte auf ein offizielles Dokument, das deutlich aussagt, dass John 2517 im Alter von 6 Jahren gestorben ist. Seid dabei bei der nächsten Episode von Jagd nach der Wahrheit.